Aquila City ist wirklich das Herz. War Solomon Cole wirklich so krass? Manche Zuschauer sagten, der System hätte fast zu einer Katastrophe geführt. Sechs Christen. Kann ich helfen? Er wäre stinksauer, wenn er hört, dass ich geredet habe. Wer weiß, was er mir antut. Vielleicht nehme ich das Angebot an. Nein, danke. Mein Motto lautet: keine Terroristen, keine Tracker. Fall. Du brauchst echt Übung. Du könntest nicht mal einen Bettler überzeugen, einen vollen Kredstick einzustecken. Ich könnte dich sicher überzeugen, eine Tracht Prügel einzustecken. Rede, oder wir finden es heraus. Wow, okay, ja. Der ist gut. Von dem kannst du was lernen. Also, ihr sucht nach Hannibal, ja? Sag uns, wo er ist. Sofort. Wenn deine Info stimmt, landest du vielleicht nicht bei den Ashtar. Bist du ein Echo? Ich hab's kapiert. Ehrlich gesagt könnte Hannibal überall sein. Ich kann es euch nicht sagen. Das glaube ich dir nicht. Spuck es lieber aus, sonst... Aber ich weiß, wo seine Werkstatt ist. Dein Kollege hat die Arbeit gemacht. Es ist eine alte Sternenwerft im Andromas-System. Andromas 4a. Umgeben von einem Feld riesiger Felsen. Nicht zu verfehlen. Doch, zu verfehlen. Das ist ja der Sinn. Sehr gut, dann kommst du mit. Wenn du abhaust, stirbst du. Wenn du aufmuckst, stirbst du. Wenn du auch nur ohne zu fragen niest. Sterbe ich. Schon verstanden. Also, worauf warten wir? Auf zur Werkstatt. Richtig. Hey, Grünschnabel. Normalerweise würdest du Adrastos im System registrieren und ihn gefesselt zurücklassen, damit er abgeholt wird. Aber er muss mit uns mitkommen. Also, wenn wir in meinem Schiff auftauchen, verlieren wir das Überraschungsmoment. Wir sollten uns bedeckt halten, damit Hannibal nicht flieht. Ja, ich habe einen Plan. Mein letztes Ziel ist leider verstorben. Und hat unwissentlich sein Schiff gespendet. Schickes Ding. Und die Teile sind wertvoll. Das nehmen wir. Adrastos hilft uns beim Anflug auf das Ziel mit dem Funk. Ach ja? Sonst landet er nämlich ohne Anzug im All. Er tut, als hätte er ein Schiff geklaut und würde es zum Ausschlachten bringen. Und das macht er, ohne zu verraten, dass wir ebenfalls an Bord sind. Weil er ganz genau weiß, was sonst passiert. Genau das mache ich. Wollte ich gerade sagen. Sehr gut. Dann also los. Das Schiff parkt im Raumhafen. Du sitzt im Pilotensitz. Ich behalte unseren Freund Adrastos im Auge. Bringen wir es schnell und glatt über die Bühne.
Finale Umlaufbahn erreicht. Orbit stabil. Empfangt ihr mich gut? Kristallklar, Mr. Dakota. Perfekt. Passt auf, ich habe gerade einem Trottel in Aquila ein cooles Schiff geklaut. Habt ihr Platz in der Werkstatt? Echt ein schönes Ding. Wir feilen die Nummern ab, dann entscheiden wir, ob wir es behalten oder lieber ausschlachten. Bucht 1 ist fast frei. Da darfst du gleich andocken. Wir sehen uns dann drin. Da! Siehst du? Geschmeidig wie Chunks Pastete. Abwarten. Bereite dich vor, Grünschnabel, und rüste dich gut aus. Der leichte Teil ist vorbei. Rechne mit Widerstand, wenn wir erstmal drin sind. Das sei so ein... Okay, Grünschnabel. Denk daran, wenn sie auf uns schießen, sind sie selber schuld. Dann ist die Arschloch-Jagd-Saison.
Scheißen, ich gebe auf! Wow, 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 halt! Ihr habt den Falschen. Ich bin nicht Hannibal. Ich arbeite nur für ihn. Okay, okay. Es ist so, okay? Hannibal geht selten aus. Aber wenn, dann unter falscher Identität. Und ich passe dann hier auf. Manchmal ist er Adrastos, manchmal Chase, Jackie, Scotty, irgendwer. Er hat hunderte davon. Einer der Gründe, warum er nie geschnappt wird. Ich bin nur Deke. Deke Hansen. Verdammt. Ich will ihm nicht glauben. Aber es leuchtet schon ein. Ich weiß nicht, ob du irgendwas an der Sache gut findest. Er macht das Ganze nur, falls ihn mal jemand suchen kommt. Er hat unter Garantie noch ein paar Dutzend anderer Notfallpläne, von denen nicht mal ich was weiß. Zum Glück ist Adrastos oder Hannibal oder wer auch immer noch auf unserem Schiff. Das hat er nicht bedacht. Was willst du mit dem hier machen? Deine Entscheidung, Grünschnabel. Und zur Info, ich habe nie ein Kopfgeld auf einen Deke Hansen gesehen. Klingt gut. Ich komme mit Deke klar, falls er mir Ärger macht. Hallo, Tracker. Ihr habt inzwischen wohl meinen Kollegen Deke gefunden und erfahren, dass er nicht ich ist und ich auch nicht Adrastos bin. Der Wahnsinn, oder? Naja, wenn ihr aus dem Fenster guckt, seht ihr, dass ich euer schickes Schiff mitnehme. Danke dafür. Aber keine Sorge, ihr sitzt hier nicht fest. So fies bin ich nicht. In einem Behälter in der Nähe liegt der Schlüssel zu einer Rostlaube, die den Heißflug überstehen müsste. Da ist auch noch mehr drin, damit es kein böses Blut gibt. Er müsste jetzt aufgehen. Ach, und ich steige wohl aus der Gebrauchtschiffbranche aus. Ich mache euch also keinen Ärger mehr. Ciao und danke fürs Mitspielen. Je schneller die Mission Geschichte ist, desto besser. Übertrieben. Das Ding ist ja fast unmöglich. Wenigstens kommen wir nach Hause. Macht es schon fast schwer, ihn zu hassen. Fast. Tja, wir müssen zurück ins Hauptquartier. Mal sehen, was uns da gelassen hat. Sprungsystem läuft wieder. Keine Falle. Wir sind wieder flugbereit. Bringst du gute Neuigkeiten? Aus eurer Rückkehr darf ich wohl schließen, dass die Mission ein Erfolg war. Doch wo ist dann Hannibal? Du darfst es sagen, Grünschnabel. Ist das wahr, Roach? Gewiss, Hannibal hat den Ruf, schwer zu fassen zu sein. Doch ich dachte, wenn es jemandem gelingt, dann dir. Vielen Dank für das Vertrauen, No One, aber leider ist es wahr. Der Mistkerl war die ganze Zeit direkt vor unserer Nase, wie ein Thermoparasit. Er ist abgehauen und hat uns zurückgelassen. Ich erkläre es später. Viel wichtiger, Roach. Wie fällt denn deine Leistungsbeurteilung aus? Wir haben das Ziel nicht erwischt. Aber der Grünschnabel war gut. Ich habe nur beobachtet und beraten. Diese Person wäre ein guter Tracker. Ich vertraue deinem Urteil. Deine Bewertung ist abgeschlossen. Roach ist zufrieden. Willkommen bei der Tracker-Allianz. Die anderen Kopfgelder stehen dir nun offen, genau wie die Lounge unten. Du findest dort die Elite-Kopfgeldbörse mit schwierigeren Missionen sowie andere Annehmlichkeiten und Ressourcen. Zuletzt musst du noch ein Rufzeichen wählen, mit dem du den anderen Trackern der Allianz gegenüber auftrittst. Das schützt deine Identität. Bestätigt. Von nun an bist du unter Trackern als Lightning bekannt.
gute Arbeit. Aber lass es dir nicht zu Kopf steigen, sonst endest du wie ich.